Und vor allem, wenn du eine Milliarde auf dem Konto hast. Kein Geldproblem mehr. Du hast alles. Was tust du dann? Tu das. Fang gleich an. Weil alles andere ist Konditionierung, von wem auch immer. Mama, Papa, Gesellschaft. Es gibt sie gar nicht. Du selbst machst es. Also lass uns aufstehen, lass uns feiern gehen. Darum geht's im Leben. Wenn du mich fragst, feiere dein Leben, das ist viel zu kurz, um sich zu ärgern. Und dann worüber immer? Ja? Worüber kann man diskutieren? Was für ein Schmarrn. Man kann sich reiben aneinander. Aber lasst uns zum Schluss nehmen wir uns in den Arm und sagen, okay, also war jetzt lustiger Abend. Ist doch eigentlich ganz lustig. Ist doch was weitergegangen. Hm? Polyamorie. Hey, ich möchte nicht mehr tauschen. Ja? Was haben wir uns die Köpfe eingeschlagen? Krass. Ich möchte nicht mehr tauschen. Ich würde den Weg immer wieder nehmen. Auch wenn ich weiß, da gibt es bis... Ja, Eifersucht. Kennt ihr das immer? Was ist Eifersucht? Ich habe für mich festgestellt, Eifersucht ist ein ähnliches Gefühl, wenn ich voll verliebt bin. Das ist ein ähnliches Gefühl. Das kribbelt in der ähnlichen Gegend. Das ist nur ein gegenüberliegendes Lager. Also sage ich mir, vielleicht ist da auch was Tolles dran. Gucken wir es uns doch mal an. Und ich merke, je mehr ich geben kann, umso mehr bekomme ich wieder, um weiterzugeben. Nicht nehmen. Umso mehr ich gebe, umso mehr bekomme ich, um zu geben. Und es geht wirklich alles andere als um Geld. Es geht immer nur um die Liebe. Wenn du gehst, dein Geld bleibt hier. Nimmst du nichts mit. Die Liebe. Das wird auch ganz schnell aufgebraucht, dein Geld. Ich sehe das jetzt wieder, ich bin in Erbschaftsgeschichten gerade verwickelt. Ja, das Geld, Mann, was macht denn das? Trennung macht es. Aber die Liebe, die bleibt. Die kann dir niemand nehmen. Niemand. Das ist das, was uns wirklich verbindet. Die Liebe miteinander. Und da, wo oftmals die größte Herausforderung ist, ja, mit der Maria, ja. Ich hatte auch meine Challenge mit der Maria. Ich nehme die an, die Challenge. Und wir sind uns begegnet, oder? Sind wir uns begegnet, ab und zu sind wir uns begegnet. Ja? Und sind wir uns sehr nah begegnet. Und da war auch etwas wie Liebe. Und dann bin ich zufrieden. Dann sage ich, jetzt kann passieren, was will, ist für mich okay. Ich muss nicht mit und ich muss nicht dagegen, sondern ich habe gesehen, sie meint es gut, ich meine es gut, das ist doch das Wichtigste. Und ich gehe davon aus, das ist etwas, was ich hier gelernt habe mit diesem Vertrauensvorschuss, ich gehe davon aus, alle wollen das Beste. Wir wollen alle das Beste, wir haben halt unterschiedliche Ansichten. Und das ist auch gut so, weil sonst wäre es ja nicht so bunt. Und ich stehe auf die bunten Blumensträuße, die man pflücken kann auf der Wiese. Die gekauften sind schön, nur Rosen ist schön. Aber wenn du jedes einzelne Blümchen von der Wiese gezupft hast und vielleicht noch Liebe und Energie dagegen hast, dann strahlt dieses Sträußchen noch viel mehr. Ja? Und so strahlen wir einfach alle. Strahlen wir alle viel mehr. Und wenn jemand nicht strahlt, if you see a job, it's maybe yours. Wenn du irgendjemanden siehst, der dich, wie sagt sie immer in Österreich, die Fletschen hängen lässt oder so, gell? Ja? Dann geh mal hin. Guck mal. Ja? Schau Volker an, wie er hier strahlt. Ich sehe hier nur Engel. Ich weiß noch, wie wir einen Heilkreis da unten gemacht haben. Jetzt sitzt er auf der Yogamatte. Hey, so möchte ich auch mit 70. Und noch mehr. Wo setzen wir unseren Maßstab an? Was setzen wir uns für Maßstäbe? Machen wir uns doch nicht so klein, Mann. Jetzt fangen wir mal an, uns groß zu machen. Wie viele Frauen, wie viele Männer willst du haben? Wie viel Geld brauchst du? Ja, du musst es dir bestellen, wo soll es uns herkommen? Die Kinder machen es uns vor. Ich will ein Eis. Das dauert nicht lange, haben sie eins. Und wenn es ein Rohkost-Eis ist, die kriegen eins. Und du, was willst du? Und wenn du noch so Mama bist und wenn du noch so Ehemann und Frau und weiß ich nicht was bist, was willst du? Stell dich nicht zurück, sondern stell dich offen hin und sag, was du willst. Dafür sind wir geboren. Und es bringt niemandem was, habe ich gelernt, wenn ich mich zurückstelle und dann bin ich scheiße drauf. Dann bin ich scheiße drauf. Weil ich mich zurücknehme, wegen wem oder was denn? Es ist dein Leben. Und du hast nur eins, ich glaube auch an Reinkarnation, aber du hast nur eine Chance, das ist die jetzt. Ob du eine zweite bekommst, weißt du nicht. Weißt du nicht. Also nutze doch diese eine Chance, die du bekommen hast und lebe es voll. Was willst du? Was willst du? Und deswegen bleib es nicht aus, morgens 8 Uhr treffen wir uns zur Meditation oder zum Yoga. Um uns auszustrichen, um uns wirklich jeden Tag zu reflektieren, was willst du denn wirklich heute?
Willst du mit deinen Kindern irgendwie Spaß haben? Willst du, keine Ahnung, da drüben das Dach reparieren? Was willst du wirklich? Wo willst du wirken? Nicht arbeiten. Für mich geht es nicht mehr ums Arbeiten. Ich arbeite nicht. Ich wirke. Ich habe aufgehört, für Geld zu arbeiten. Ich wirke, weil ich Spaß habe. Oh, das war das Zeichen jetzt. Wie viel Zeit habe ich noch? Ist doch gut. Sind wir noch dran? Ja, bis jetzt fünf vor, also schon langsam zum Ende. Ja, ich fühle es schon. Das sind die Zeichen. Ne? Man kann sie sehen oder man kann sie nicht sehen. Ja? Und mit diesen Zeichen gehe ich halt. Da mag manch einer lachen und sagen, der hat sie nicht mehr alle. Sag ich, ja, ganz sicher habe ich sie nicht alle. Aber du auch nicht. Ich kenne keinen, der sie alle hat. Ich kenne keinen. Und wenn, dann bleibe ich da kleben. Das schaue ich mir an. Das will ich sehen. Das will ich sehen. Okay? Und ich habe viele große Leute getroffen. Ich habe überall was gefunden, wo ich sage, du spinnst auch. Aha, du hast sie auch nicht alle. Das ist super. Ja? Und deswegen kann ich jedem auf Augenhöhe begegnen, weil ich einfach sage, wir haben alle einen Knall. Und jetzt lass uns den Knall leben. Ich brauche mehr Freaks um mich herum. Ich brauche einfach mehr Freaks, die zu sich selber stehen und sagen, das will ich jetzt. Und ich spüre, sie wollen es und dann unterstütze ich sie auch. Wenn ich spüre, du willst es nur, weil du irgendetwas damit bezweckst, was jetzt gar nicht wahrhaftig ist, dann kriegst du von mir keinen Support, weil ich keine Notwendigkeit sehe. Und dann bin ich nicht knallhart, sondern dann bin ich einfach nur wahrhaftig. Und darum geht es für mich. Und wenn ich irgendjemand sehe oder mich irgendjemand sieht, wo ich nicht wahrhaftig bin, komm zu mir, gib mir eine mit, ich vertrag das schon. Sag mir, das stimmt doch nicht, was du da machst. Und ich werde mich nur kurz schütteln und sagen, ja, du hast recht, da geht's lang. Wir sind hier füreinander, um uns auszurichten miteinander. Ja? Und wir haben gesagt, sag shit aneinander, oder? Und wir machen jetzt draus ein Miteinander. Okay, zusammen sind wir glücklich. Da bin ich überzeugt davon. Und wo es jetzt auch unser immer hintreibt. Ich habe es schon gesagt, im Herzen sind wir schon lang verbunden. Hm? In dem Moment, wo ich jemandem begegne, merkst du schon, dass ich verbunden bin. Hm? Und dann brauchst du nur rufen. Und wenn es ehrlich aus dem Herzen kommt, dann bin ich auch am Start. Ist mir ganz egal, wo ich bin. Ich komme schon. Ja, und wenn ich da bin, bin ich da. Aber es bringt nichts, wenn ich hier bin und eigentlich bin ich mit Gedanken da. Das funktioniert nicht. Ich muss da sein, wo ich ganz bin. Hm? Und dann, ob wir jetzt hier Land of Love machen, oder ob wir in Ibiza Land of Love machen, oder ob wir nach Gomera gehen, oder ob wir eine eigene Insel kaufen. Ja, wir denken groß, gell? Wir denken groß. Vielleicht ist es eine eigene Insel. Langweilig. Wieso? Wir haben auch noch Schönsee. Da kannst du auch noch, wenn dir langweilig ist, gehst du nach Schönsee. Dann geht's auch nicht anders. Ja? Nicht rennen und sagen, das ist Nature Community und alles andere ist zu. Das ist Tamera und alles andere ist zu. Hier, alles ist offen. Keine Grenzen mehr. Die haben wir schon gehabt hier. Schluss mit den Grenzen. Nichts mehr, sonst dürfen wir dem keinen Namen geben. Sonst geben wir ihm keinen Namen. Dann schauen sie alle. Ja, wie heißt der jetzt? Denk dir was aus. Ja. Und mein Lehrer hat damals immer gesagt, jetzt komme ich auch zum Schluss, singen ist der halbe Weg. Singen ist der halbe Weg. Also fangen wir singen an. Ob unter der Dusche, mit der Sonne, ich meine, die Sonne bläst uns halt alle einfach in den Himmel, ja, das ist ja einfach wunderbar. Ja, gestern auch, und ihr zwei im Duett, ja, und wir dann alle zusammen, ist das nicht wunderbar? Lasst uns mehr Musik machen, lasst uns mehr tun miteinander, ja, nicht immer nur reden, das ist toll, reden ist toll, ich rede auch total gerne, aber singen ist noch viel wundervoller und das mit freiem Herzen ist noch viel toller, ja. Mein Engel. Ja, mein Engel. Und deswegen habe ich nämlich, weil ich früher immer im Lagerfeuer gesessen bin, kennt ihr das, oder? Alle sitzen am Lagerfeuer, keiner kann Gitarre spielen. Oder es kann einer Gitarre spielen, noch viel schlimmer. Ja, jetzt kann einer Gitarre spielen, ich kann es nicht. Ich kann gar nichts. Habe ich mir mit, also als ich Yoga mache, kam dann die Mantren, habe ich gesagt, so guck mal, ich mache jetzt einfach, ich lerne jetzt mal Gitarre. Hm? Und diese Mantren sind so wunderbar, die sind so einfach. Ja, da muss ich mit dem Text muss ich nicht viel nachdenken. Da die paar Griffe, zwei, drei Akkorde kann ich schon. Und so geht's dahin. Und endlich bin ich glücklich, habe ich mir eine schöne Gitarre schenken lassen hier und sage ich das jetzt mal, Baby. Die nehme ich immer mit. Nicht immer spiele ich, aber ich nehme sie immer mit. Und jetzt lade ich euch ein, ein bisschen mit mir zu singen. Ja? Okay? Das Feuer ist aus, also müssen wir das Feuer an uns schaffen.
Genau. Jetzt sag du mir mal was, du Süßer. Nein. Also ja, ich bin auch ein Kind. Ich bin auch ein Kind, glaub mir. Ein bisschen größer geraten, aber ich bin auch ein Kind. Ja. Ja, bewahren wir uns das und lass uns die Kinder noch mehr an den Platz bringen. Ja? Auch wenn die zwei Familien mit vielen Kindern vielleicht auf die Reise gehen, man weiß es nicht. Das macht hier gar nichts, da kommen ein paar neue nach. Ja? Und je mehr wir die Kinder irgendwie in unseren Arm nehmen, umso mehr werden wir verstehen. Kinder sind die Spiegel der Gemeinschaft. Und wir sind selber Kinder und erinnern wir uns, wie wollen wir es. Und warum sind wir hier? Weil wir genau gesagt haben, hey, so wäre ich gern groß geworden. Hey. So wäre ich gern, das ist, ich lebe meinen Traum. Und ich schaue, dass meine Kinder auch einen Traum leben. Jetzt haben sie es blöd, jetzt haben sie so einen strengen Papa gekriegt, aber trotzdem, ich glaube, sie haben es ganz gut gekriegt. Ja, also sind wir noch liebevoller. Und das schaffen wir in der Gemeinschaft. Hm? Okay? Das Lied ist ganz einfach, der Philipp kennt es, oder? Naja, kommst du mir? Inside you, inside.